Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Workshops für Zwischendurch. Heute behandle ich mal das Thema Rimshot. Ihr werdet in dem Video erfahren, was ein Rimshot ist, wie er gespielt wird und in welchem musikalischen Kontext der Rimshot angewendet wird. Bis gleich. Was ist ein Rimshot? Nun, der Rimshot ist eine Schlagtechnik, die der Snare Drum, egal welche Größe, Durchsetzungsfähigkeit verleiht, Lautstärke verleiht, Kraft verleiht, um sich bei lauteren musikalischen Umgebungen klar und deutlich durchzusetzen, wenn es denn so gegeben ist, dass die Snare Drum eine gewisse Lautstärke erreicht. Und das kann man halt eben nur durch die Rimshots, weil die Rimshots quasi die lauteste Möglichkeit sind, eine Snare Drum zu spielen. Und der Grund dafür, und wie ein Rimshot überhaupt gespielt wird, das zeige ich euch jetzt. Der Grund, warum der Rimshot die lauteste Möglichkeit ist, eine Snare Drum zu spielen, ist dieser, dass der Stock mit der Stockspitze auf das Fell aufliegt und mit dem Stockschaft, also dem Bereich hier, auf dem Spannreifen genau hier auffliegt, gleichzeitig. Und wenn jetzt dieser Schlag erfolgt, dann wird es tatsächlich ziemlich laut. Also wir haben hier diese Position, setzen nun das Handgelenk in Bewegung und wir schlagen jetzt auf die Trommel auf und es sollte jetzt sehr, sehr laut werden. So, das war also ein schöner gespielter und ich zeige es nochmal. Also, wir nehmen die Handposition ein, so dass die Stockspitze auf das Fell auftrifft und der Stockschaft hier auf den Spannreifen hier auftrifft. Man kann natürlich auch die Position des Stocks variieren, um verschiedene Rimshot-Klänge zu erzeugen, oder man kann ihn auch nach vorne oder zurück verschieben, um verschiedene Rimshot-Klänge zu erzeugen. Aber wichtig ist, dass die Stockspitze auf das Fell auftrifft, während der Stockschaft hier auf dem Reifen, den Spannreifen von der Trommel gleichzeitig auftrifft, damit ein sehr lauter Schlag generiert wird. Also, wir machen es noch einmal. Wir nehmen die Position ein, dass die Stockspitze hier auf das Schlagfell trifft und der Stockschaft hier auf den Rand. Und hoffentlich kommt da jetzt ein Rimshot raus. Wunderbar, das war also ein Rimshot. So, ich zeige es noch einmal langsamer. Die Stockspitze ist auf dem Fell, egal welche Position. Wichtig ist, dass der Stockschaft oder die Stockschulter auf dem Spannreifen des Fells hier trifft. Aber wichtig ist auch, dass man diese Position, dass gleichzeitig das Ganze passiert, beibehält, weil es kann nämlich passieren, wenn man die Stockspitze, also den Tipp hier zu hoch hat, dass man nur, wir hören es hier, den Rand
also den Reifen nur treffen und nicht das Fell. Wenn wir jetzt den Stock etwas höher nehmen und schlagen, dann haben wir bereits einen Rimshot. Aber perfekt ist es, wenn die Stockspitze genau auf das Fell trifft und eben halt der Stockschaft hier am Reifen auftrifft, damit halt eben dieser laute Schlag generiert wird. So, wo ist also der Rimshot einsetzbar? Er ist einsetzbar in lauteren bis ganz lauten musikalischen Situationen, also wenn eine gewisse Lautstärke erforderlich ist, kann der Rimshot wunderbar eingesetzt werden. Und ich kann auch sagen, dass der Rimshot vor allen Dingen für die Imitation von Timbales perfekt geeignet ist. Und ich werde jetzt mal ein wenig mit Rimshots herumexperimentieren, damit man auch mal hören kann, wozu der Rimshot eigentlich eingesetzt werden kann. Ist der Rimshot
auf vielfältige Art und Weise einsetzbar, auch wenn ich jetzt ein wenig schlecht gespielt habe. Es ist halt leider so, aber was soll's. Auf jeden Fall, der Rimshot ist in vielerlei Hinsicht einsetzbar und das macht ihn zu einer ganz besonderen Schlagtechnik, die ich immer wieder gerne einsetze, weil ich liebe es einfach, wenn die Snare Drum knallt, wenn sie knallig ist, wenn sie knackt, wenn es einen sehr harten Anschlag im Attack gibt, und das liebe ich einfach an dem Rimshot. So, ich hoffe, euch hat dieser Workshop gefallen. Lasst doch mal ein Like da, lasst doch mal ein Kommentar da und so weiter und so fort. Man sieht sich im nächsten Video wieder. Ciao.